Und weiter geht's mit Let's Play Stronghold Europe mit Mission 9, Familienstreit. Oder wie ich es eher nennen würde, die Schlangokalypse. Denn das ist echt nicht lustig, was hier abgeht. Und wir befinden uns hier. Von Team 1 die Schlangen links und rechts von mir. Und da hinten und die sind neutral. Jetzt ist halt wirklich die Frage, wie sehr ich das Ziel bin oder wie sehr die anderen beiden hier in der Mitte rausgefokust werden. Ich würde sagen, wir werden es einfach sehen. Und ja, wie ich schon erwähnt habe übrigens, bei Mission 10 ist Schluss. Alle Missionen, die danach kommen könnten, also Mission 11 gibt es nicht wirklich, also Mission 61. Es gibt manche Leute, die sagen, wenn man es mit den Huhn überspringt, kann man weitermachen, aber lustigerweise, die Hühner funktionieren nicht bei mir. Und die anderen Missionen sind bloß die Stronghold Crusader Kreuzzugmarsch-Mission 1:1 gespiegelt. Also das ist nicht wirklich der neue Content. Das heißt, wir machen jetzt bis Mission 60, weiter geht's nicht, und dann machen wir wahrscheinlich die erste historische Kampagne, die schon auf Deutsch übersetzt ist. Wie es mit den weiteren läuft, gucken wir dann einfach mal. Vielleicht mache ich auch die anderen. Das sehe ich dann spontan. Aber gut, machen wir Familienstreit und schauen mal. Pause. Aber erstmal pausieren. Gucken, Spielgeschwindigkeit 60, das passt. Wir haben Stein. Oh, wir haben Stein direkt ums Eck und wir haben eigentlich ein relativ schönes Gebiet. Ich meine, klar, das Gebiet schreit für mich danach, dass wir das einfach abgrenzen und sagen, zack, 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 zack. Aber hier könnten wir echt eine Burg machen. Die Ressourcenausnahme haben wir auch. Wir haben kein Eisen. Wir haben natürlich nichts anderes als Bogenschützen-Lanzenträger. Aber wir könnten rein theoretisch halbwegs arbeiten. Na gut. Fortsetzen. Komm. Komm, versuchen wir es. Versuchen wir es. Ich habe jetzt schon oft genug versucht. Eure Beliebtheit kann auf uns zählen. Jetzt ist halt wirklich die Frage, ob ich das noch kann. Weil jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit vergangen ist. Kann ich eigentlich... Ja, ich könnte Getreide anbauen. Dann tun wir das doch... verstehe. Okay. Zack, zack. Da ein bisschen für den Anfang. Dann vor allem die ersten Äpfel, dass wir ein bisschen was für zwischendurch haben. Keine Veränderung in der, Bisschen Stadtgold. Erster Steinbruch, den machen wir mal dahin. Wegen der Ausgabestelle. Viele fragen mich ja, warum ich manchmal an Stelle A positioniere statt. Um das Gebäude zu verwalten. So, Marktplatz ist ja eh keiner. Ich gehe schon davon, ich gucke gar nicht erstmal nach. Ich gehe schon gleich davon aus, dass es keinen gibt. Es gibt ja manche Leute, die sagen, okay, hier macht es keinen so großen Unterschied, aber es gab ja mal irgendeine Mission, da wurde ich gefragt, warum ich den Steinvorkommen links oben war und eins rechts unten, und ich wurde gefragt, warum ich das links oben nehme. Ganz einfach wegen der Ausgabestelle. Die Ausgabestelle für Stein ist immer auf der rechts unten Seite vom Steinbruch, zumindest wenn man die in der Standardansicht nimmt. Und ich hätte eigentlich früher mit der Waffenproduktion anfangen sollen. Das könnte... Mein Meister benötigt die folgenden Güter. Sofort! Ich habe Verbündete? Eure Verbündeten. Hä? Tatsache, wir sind im selben Team. Hä? Eure Verbündeten. Ich dachte, jetzt kommt der erste Angriff und dachte mir... Okay, es ist ich und die rote Schlange gegen drei. Also gegen die... Die und die und gegen die... Okay, dann ist das eher machbar. Dann ist das eher machbar. Ich dachte, ich bin jetzt komplett umzingelt. Aber ich habe einen Verbündeten. Okay, das macht die Sache. Ich habe jetzt wirklich gedacht... Jetzt ist es nur noch so ein halbes... Aber noch genug für meinen Geschmack. Aber ja, zum Ausgabepunkt, der ist unten rechts. Einzige Ausnahme ist, wenn der Punkt komplett blockiert ist. Wenn jetzt unten rechts alles blockiert wäre, dann... erscheint das Ding auf der anderen Seite. Und damit poker ich ja meistens. Also oftmals funktioniert es nicht. Das kriegt ihr auch manchmal mit. Ja. Steine. Also schönes Ausbildungslager. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Dann gibt es bald die ersten Bögen. Die kommen ein bisschen zu spät. Ich hätte die früher bauen sollen. Wir werden überfallen. Dankeschön. Aha, heiß Sklaven. Ich brauche echt ein paar mehr Bogenschützen jetzt. Lanzenträger, passt mir mal. Oh, die. Die wollen sich gegenseitig pie. Ja gut, okay. Macht euch gegenseitig kaputt. Nee, nee, lasst euch nicht stören. Alles gut. Oh, hi. Bitte mal ablenken. Dankeschön. Und dann wird das. Tut mir leid, du musst die spawnen. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter. Ja, wenn nach rechts
unser Verbündeter ist, dann ist ja eigentlich alles gut. Dann kann ich da ja ohne groß Bedenken jetzt Getreide produzieren. Müsste eigentlich passen, ne? Ja. Bin zur Stelle. Ja. Das ist jetzt echt wieder eine Weile her. Okay, das letzte Mal habe ich erst... Gut, ich habe es jetzt mal versucht, aber nicht zu Ende gemacht, meinen Aufbau. Und hey, wenn man so einen Aufbau noch nicht absolut hundertprozentig blind beherrscht, sondern nur so 98%, wie es bei mir war, als ich das auch gegen die Henno-KIs gemacht habe, man vergisst das gerne mal wieder ein bisschen. Zumindest ein paar kleine Details. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, so. Euer Gnaden. Ich könnte echt mal mehr Holz gebrauchen, aber ich möchte jetzt nicht, es nicht übertreiben, weil ich bin gerade ganz glücklich, dass in meiner Nähe überhaupt Bäume sind, bevor ich die komplett wegfälle. Wir werden überfallen. Jetzt habe ich den Salat, das mir tatsächlich was gerade nicht einfällt. Bin zur Stelle. Bogenschützen. Mein Herr. Steine kommen auch rein. Ah, ich habe noch gar keinen zweiten Ochsenjoch gemacht. So, aber die Steine kommen, das ist doch gut. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Alle right. Damit hätten wir den Start. Immerhin den. Könnte schlimmer sein. Und wir haben jetzt ganz gut Bogenproduktion. Bin zur Stelle. Wollen sie alle aus? Ich glaube, der Bergfried ist gerade wirklich das Beste, was man haben kann hier. An Schutzmaßnahme. Wir benötigen Holz. So, ja, jetzt mal endlich bald mit Brot und Bier anzufangen, wäre eine echt tolle Idee. Wir benötigen Holz. Bin zur Stelle. Rekruten. Bin zur Stelle. Mal bitte mehr Bevölkerung. Wir werden Dankeschön. Überfallen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ein bisschen hält der ganze Spaß noch gegen, das ist wunderbar. Komm, wir gehen noch mal ein bisschen vom Speed hoch. Mal Sammelpunkt hochsetzen. Jetzt haben wir auch genug Schützen, um uns aber zu verteidigen. Aktuell werden wir auch schön in Ruhe gelassen, das gefällt. Und Dürr wollte 12 Bögen, ansonsten geht's ja noch gut, ja. Pass auf, jetzt ist das noch mein Verbündeter, ist auch nur ein Anzeigefehler. Jetzt fängt gleich an, mich abzufackeln hier. Ja genau. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Oh. Bin zur Stelle. Es gibt jetzt gerade wirklich, jetzt gerade die Musik Sire. Mit den Holzvorräten. Gerade totales Stronghold 1 Flashback-Feeling. Jetzt brauche ich noch ein bisschen. Jetzt würde ich meine Mühle bauen. Die hätte ich schon früher bauen sollen, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher wegen der Position. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Das Gemeine, deswegen sage ich ja, ich kann es nur zu 98% diese Burg. Ich weiß nicht hundertprozentig jetzt sofort aus dem Kopf raus, wo welches Gebäude steht. Es ist so eine Reihenfolge, die ich mache. So erst die, also ich baue mich quasi so gegen den Uhrzeigersinn hoch. Und orientiere mich an den Gebäuden, die vorher gebaut sind und wenn die nicht stehen. Ich gehe davon aus bei diesem Aufbau, dass ich jetzt einfach Holz reinkaufen kann in großen Mengen und dann einfach loslegen kann. Herzlichen Dank, dass ihr jetzt hier blockiert, aber es passt schon. Das sollte keinen Unterschied machen. So. Eine Nachricht der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Ach ja. Sieht das endlich an? Ach ja, klar. Du mich auch. Aber ich habe eigentlich ein bisschen Stadtstein, von daher passt das. Habe ich das hier hingebaut gehabt oder so? Gebäude stehen in Flammen, Sire. Oder war das mit einem Abstand? Da bin ich mir gerade unsicher. Aber ich glaube, das war schon so. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Gebäude stehen in Flammen, Sire. 1, 2, 3. Ich glaube, ich habe hier mein Tor ausgehabt, oder? Das ist realistisch, wär's.
Das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht hundertprozentig, aber hier sind auf jeden Fall meine Brauereien. Passt. Die Leute verlassen die Burg. So, jetzt ist mal die Zeit, hier die Ration hochzusetzen, weil jetzt können wir es uns auch leisten. Die Schenken gibt es dann auch gleich. Zumindest die erste können wir schon mal machen und dann läuft das. Ist sich euer nicht sicher, ja, also die Mission ist jetzt mein ziemlich Boden leicht. Ist, euer. Rücken aus. Ist auch ziemlich risky von mir jetzt mal eben schnell an der Bildorder festzuhalten, die sowieso, die ich jetzt nicht mehr wirklich perfekt weiß. Einfach nur, um sie mal wieder gemacht zu haben. Leute zur Burg. Hey, ich meine, das nächste Duell gegen die neu verbesserten Hendo-KIs steht ja irgendwann auch mal wieder an. Das heißt, ich muss die früher oder später eh wieder eintrainieren. Ich glaube, die Burg ist sogar eins. Obwohl, nee, sie ist nicht eins länger. Sie ist genauso, wie sie sein sollte, tatsächlich. Dann habe ich es doch richtig gemacht, das freut mich. Ich muss mir echt mal ein bisschen mehr die Position merken. Das ist noch so die größte Schwachstelle quasi von dieser Bildorde. Ja, dann eben nicht. So, unten fehlt übrigens noch das Torhaus. Und da war da echt noch ein Platz frei? Habe ich das nicht besser hinbekommen, dass da noch mal eine Produktion mehr war? Na, vielleicht war das doch um eins verrutscht. Das kann gut sein. Ich dachte, ich hätte eine Produktion mehr reinbekommen. Schade. Bin zur Stelle. Gut, es ist nicht so, als hätte ich wenig Produktion, ne? So. Eure Befehle? Übrigens werde ich auch häufig gefragt, warum ich erstmal Torhäuser in Richtung des Gegners platziere, obwohl die hinten... Also normalerweise mache ich immer Wirtschaftsdurchgänge. Gerade bei solchen Bildorders, ich mache immer überall Torhäuser hin, dass die Wirtschaftswege so kurz wie möglich sind. Aber normalerweise, ja, Torhaus hinten ist für Wirtschaftswege besser. Aber wenn man jetzt sowieso nur ganz wenig Stadtstein hat und quasi nichts anderes als die Wahl zwischen, platziere ich jetzt, ein Torhaus und ich habe jetzt genug Stein für ein Torhaus und ein kleines bisschen Wall, dann ist es immer effektiver, das Torhaus Richtung Gegner zu haben. Einfach als erste Geschützplattform, weil das Torhaus schützt viel stärker als die Welle. Egal ob Zinn oder nicht. Das Torhaus hat einen viel stärkeren Schutz vor Pfeilbeschuss. Sowohl was die Schadensreduktion angeht, als auch was die Trefferrate der Gegner angeht, die reduziert wird. Ja. Ich habe mein eigenes Video zu Trefferraten gemacht. Da sind zwar jetzt nicht die Schadensreduktion drin, aber es gibt auch Schadensreduktionen bei Höhenunterschieden. Und Torhäuser sind da viel, viel effektiver. Lustigerweise sind die kleinen Torhäuser effektiver als die großen, was Pfeilschutz angeht. Das ist ein bisschen durch. Und ja, wenn man so will, sind die kleinen Torhäuser schon wie die ersten Türme. Das kann man da sehr gut vergleichen. Und ich sollte mal eigentlich hier mal weiter Zeug holen. Wie geht's der Schlange eigentlich? Gut genug, würde ich sagen. Komm, du kriegst mal deine Bögen. Eine Nachricht der Schlange. Der Meister lässt euch wissen, dass eure Güter eingetroffen sind. Okay. Dann würde ich mal sagen, das Volk mehr Bier. Unsere Schatzkammer leert sich. Unsere Lebensmittel, so lobe ich es mir. Jetzt holen wir mal das Geld rein. Und jetzt können wir auch mal ein bisschen die Waffenproduktion weiter ankurbeln. Jetzt machen wir mal noch ein paar Lanzenträger. Eine Nachricht der Schlange. Mein Meister glaubt, dass wir diesen Krieg gewinnen. Das ist ja schön, dass der Meister das glaubt. Bin zur Stelle. Also die Mission hat auf dem Papier viel schlimmer geklungen, als jetzt am Ende war. Schon alleine, weil der Verbündete nicht gescheit angezeigt wurde. Ich brauche nicht mal meine Türme. Bin zur Stelle. So, mehr Bogenschützen, da können wir uns ja um die ersten Schlangen kümmern. Es werden Rekruten benötigt sein. Und dann können wir eigentlich hinmachen, da ein bisschen aufzuräumen. Wir könnten auch mit Tunnelbauern arbeiten. Sind stärker tatsächlich als Lanzenträger und auch ein bisschen schneller, aber... Holla! Aber eben empfindlicher gegen Pfeilbeschuss. Um einiges empfindlicher sogar. Ich könnte sogar Ballisten machen. Hm. Zinn fertig und gut ist. Und dann ist die Burg eigentlich fertig. Ich glaube, den zweiten Schutzwall brauche ich dann nicht unbedingt, nicht gegen die Schlangen. Bin zur Stelle. Machen wir schnell die weiteren Truppen, schon machen schnell die Lanzenträger und dann passt das. Es werden Rekruten. Wir können sogar mal auf Doppelration gehen. Obwohl, es bringt uns eigentlich nicht sehr viel, ne?
Ich wollte gerade sagen, wir können ja die zusätzlichen Nahrung verkaufen. Genau. Jetzt ist das übergesprungen. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich will sofort meine Zahnbürste zurück. So, machen wir wenigstens die Zinn fertig, dann können wir später noch die Türme setzen und dann brauchen wir eigentlich nicht, um glücklich zu sein. Naja, bei der großen... Ich habe meine Lektion gelernt, was Schlangen angeht und wie übelheftig die Verteidigung von denen wird. Aber ich glaube, ich weiß schon, wer zuerst drauf gehen wird. Das ist ein bisschen eskaliert. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten. Sagt euch mal hier. Ich werde euch gleich noch brauchen. Das der Bogenschützen kann auch schon mal mit raus. Die Schlange da drüben, die hat gerade nicht viel Geld. Da können wir eigentlich wunderbar die Zeit nutzen. Was können wir so bauen? Auf den Weg. Ramm-Katapulte, Ramm. Ramm-Katapulte, Schilde. Okay. Dann würde ich mal sagen. Weiterer Steinbruch. Und dann belagern wir mal ein bisschen. Allzeit bereit. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Und Bevölkerung erhöhen können wir natürlich auch noch. Wir benötigen Holz. Sofern das Holz da ist. Bogenschützen bereit. Gut, okay, bei der hohen Waffenproduktion, klar. Mein Bogen ist können schießen. Teuer. Nein, bitte nicht. Konstruieren, Belagerung. Ich zappel euch einfach ein bisschen. Bin zur Stelle. Gehen wir es langsam und vorsichtig an. Wir haben noch gute Zeit. Also ich glaube, jetzt müssen wir nichts überstürzen. Bin zur Stelle. Also die müssen uns jetzt... Also mit dem Schwierigkeitsgrad passend zur Mission hin, das ist noch ein bisschen seltsam. Meist sind die Missionen überschwer und meist sind jetzt schon fast... Da kannst du jetzt wirklich, also bei der Mission kannst du jetzt wirklich wenig falsch machen. Katapult bereit, my lord. Aber übrigens, ich glaube, wir können jetzt mal einen Turm bauen. Kommt mal ran. So. Ja. Kommt doch mit dazu. Und dann ist gut. Warum ist der Bergfried jetzt erst komplett? Das sollte eigentlich schon vorher gewesen sein. Mein Bogen ist euer. So, Katapulte. Da schön in Stellung gehen. Und gut ist. So gut wie erledigt. Dann ein bisschen beböllern. Bin zur Stelle. Es werden Waffen. Es werden Rekruten benötigt. Hier und da haben wir so das Schöne. Hier und da haben wir aktuell sogar plus 1. Einfach weil ein bisschen Obst reinkommt. Das hält das ein bisschen stabil. Können wir sogar noch ein bisschen erhöhen, indem wir das noch ein bisschen verbessern. Bin zur Stelle. Darf uns zählen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ach Mensch, ist das sogar eine Belagerungsarmee gerade? Mein Herr? Cool. Aber das Schöne ist, da ich jetzt der größte Herrscher bin, werde ich jetzt schön in Ruhe gelassen. Wisst ihr was, wir könnten sogar hergehen und sagen... Ach nee, der hat eh Geld. Ich wollte gerade sagen, der hat so viel Geld wie ich. Ist das ein Zufall? Ah, okay, das ist ein Zufall. Ich muss zugeben, die Lage ist, sagen, nicht, dass es ein Bug ist und der ist direkt an meine Finanzen gekoppelt. Das wäre ganz lustig irgendwie, wenn sowas ginge. Ihr könnt auf uns zählen. Es wird bin zur Stelle. Es werden Waffen. Ach, sind wir schon so weit. Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Hey, ist es schon so weit? Euer Gnaden. Machen wir noch ein paar mehr Katapulte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wutz. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Auf uns es werden Waffen benötigt sein. Ich meine, die Schlange hier ist ja ein Feind von denen da hinten. Das kann mir egal sein. Moment, das ist Strich. Du bist normal, eine du bist Nachricht normal. Der was? Glaubt ihr eigentlich, Haha. Wer ihr seid, meine Herrschaft über dieses Land in Frage zu stellen? So, ihr kriegt mal Nummern. Nummer 2 und Nummer 1. Eure Befehle? Allzeit bin bereit. Zur Stelle. Und vorwärts. Sind auf dem Weg.
Katapultunterstützung auch noch dazu und dann passt das. Der Turm ist geschwächt. Dann kriegt man es eigentlich fast nicht kaputt. Eine Nachricht der Schlange. Ich muss zugeben, die Lage ist. So, Deckungsfeuer und ihr stimmt rein. Das ist noch eine ganze Menge Abwehrfeuer. Hat der abdrücken? Hat er. Müsste gehen. Aber ich habe alle meine Bogenschützen verloren dabei. Jetzt habe ich ein bisschen Problem mit Katapulten, denn das ist ja alles so. Tribocker könnten hier wunderbar rüberschießen, aber so. Mein Meister gratuliert euch zu eurem Triumph. Dankeschön. Oh, du denkst aber auch an alles, Schlange. Ernsthaft? Ach, egal. Ich baue die Türme jetzt fertig. So. Eigentlich kommen dann noch in den Ecken welche hin. Ihr kennt ja mittlerweile meine Es werden Rekruten benötigt. Die Burg, die ich da gerne baue. Zumindest mittlerweile. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Ich werde jetzt nicht immer diese Burg bauen, keine Sorge. Oh, nice. Ich wollte gerade überlegen, ob ich den hole. Dann hat sich's ja erledigt. Ja gut, dann... Okay, die Schlange wird das... Also, unsere verbündete Schlange rasiert ja auch ziemlich gut. Jetzt ist das nächste Ziel festgelegt. Der Meister lässt euch wissen, dass er einen unserer Gegner zermürbt hat. Zermürbt ist gut. Also, der wurde ja richtig zermürbt, tatsächlich. Aber ja, keine Sorge, ich werde jetzt nicht immer nur diese Burg bauen. Ich will sie jetzt gerade wieder ein bisschen einüben. Ich werde später wieder ein bisschen kreativer werden. Ich wollte es jetzt mal wieder gemacht haben. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bogenschützen bereit. Einfach weil es hat sich gerade so angeboten, weil es so ein schön großes freies Feld war. Da dachte ich mir, ey, da kann ich es ja wieder machen. Womit kann ich dienen? Ich bin jetzt zwar nicht hundertprozentig sicher, ob die wirklich so war, aber ich dachte wirklich, dass da noch, dass ich diese Plätze auch habe ausfüllen können. Was bedeutet, dass die nochmal eins breiter in diese Richtung war, wahrscheinlich. Ist komplett. Sehr gut möglich. Dass das noch eins mehr war. Ich glaube, ich habe... Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe diese Bäckerei hier reinge... Ja. Jetzt weiß ich, was für einen Fehler gemacht habe. Ich habe die Waffenkammer eins nach unten weiter gehabt, glaube ich. Dass das hier gerade durch war. Und das hier war... Ja, das war eins weiter reingequetscht quasi. Dementsprechend waren die Torhäuser auch eins weiter nach... nach links. Da waren nur die Zweier. Okay, gut. Das macht keinen großen Unterschied, außer dass hier unten noch eine Produktionsstätte reingepasst hätte. Oder? Näher ran, näher rüber. Nee. Nee, es macht eigentlich... Wenn ich ehrlich sein soll, ich glaube, es macht gar keinen Unterschied. Obwohl doch. Eine Produktionsstätte war hier noch, ich kann mich erinnern. Okay, egal, wir beenden es. Ich bin gerade irgendwie zu sehr gedanklich damit beschäftigt. Ich kann es mir später nochmal angucken. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten die Schlange, das ist eigentlich... Ich denke schon, aber wir können aber unterstützen. Euren Wunsch. In Bewegung. Und ja, ich weiß, ich könnte der Schlange auch einfach das Gold schicken für den Kill, wenn ich jetzt sage, okay, ich gönne der Schlange den Kill. Es geht ein bisschen ums Gönnen einfach nur. Die Ehre, sich den Kill zu holen. Ja, bitte. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Wir werden bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt. So, dann haben wir noch zwei weitere Schlangen und die sind sogar noch untereinander im Geld. Also ganz ehrlich, die Mission ist ja fast ein Selbstläufer. Bin zur Stelle. Da kann man sich auch mal erlauben, über den Burgaufbau ein bisschen zu philosophieren. Es werden Waffen benötigt sein. Ihr könnt auf uns zählen. Der Kornspeicher ist voll, my lord. Euer Gnaden. Es werden Rekruten. Mal ganz kurz von den Steuern ein bisschen runter. Eure Befehle? Das ist wahr. Katapulte, yay. Ich muss zugeben, die Lage ist. Nun ja. Konstruieren Belagerungsgeräte. Der Bergfried ist komplett. Ja, ich verstehe. Es werden ihr Waffen auf uns zählen. Es werden der Bergfried ist komplett. Dankeschön, Schlange. Was? Ey! Bei Richard in die Leere gegangen, oder was? Bin zur Stelle. Das ist nicht... Warte, die Burg ist da hinten und der schießt auf meine Armeeansammlung da die ganze Zeit, ey. Unglaublich. Der Typ. Oh, wie viele Katapulte der mittlerweile hat. Sehr schlangenuntypisch. Jetzt gehen sogar die Bogenschützen in den Nahkampf gegen die Mauer.
Wisst ihr was, wir machen mal den... Wohin gehen wir? Belagerungsgeräte bemannt. Katapult bereit. Allzeit bereit. So gut wie er. Bumm. Und bumm. Knock, knock. Nein, nicht raus. Belagerungsgeräte bemannt. Ihr könnt auf uns zählen. Hat schon wieder fast die maximale. Ich muss zugeben, die Lage ist. Hauptsache ein bisschen anzünden. Schlange beendet es doch einfach. Hol dir den Kill, ich mach einfach weiter. Okay, dieses Problem löst sich, glaube ich, gerade von selbst. Wäre doch echt gemein, wenn jemand der grünen Schlange in den Rücken fallen würde, während sie gerade damit beschäftigt ist, die andere Schlange zu killen. Wäre echt schade, wenn sowas passieren würde. Nicht, dass ich irgendwas verschreien möchte. Wer tötet eigentlich wen zuerst? Die grüne, die gelbe oder die rote, die... gut, die schwarze müsste eigentlich schneller sein. Die Leute verlassen die Burg. Was zur Hölle? Oh, la la la, ich verstehe. Zu viel Stein drin. Ich bin ganz schnell gelöst, indem ich mal ganz viele Steine bestelle. Wir benötigen Steine. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Wir benötigen mehr Steine. Vorratslager verstopfen ist immer eine gemeine Sache. Ihr könnt auf uns zählen. So. Rücken aus. Die gelbe Schlange denkt sich jetzt, oh, ich werde gerettet, vielen Dank. Nur um dann ebenfalls gekillt zu werden. Du bist gleich danach dran, gelbe Schlange, keine Sorge. Nicht, dass du denkst, ich hätte dich vergessen oder so. Wir geben unser Bestes. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Kann ich dienen? Wisst ihr was, wir stürmen das einfach durch. Katapult bereit. Wir müssen da gar nicht lange warten. Macht mal hier kaputt, dann sind wir eigentlich drin. Mein Bogen ist eine Nachricht der Schlange. Ich muss zugeben, die Lage ist, nun ja. Sag mal, wie lange braucht ihr denn noch? Oder bleiben die meisten Steine hängen? Das kann halt wirklich sein, ne? Okay, rein. Feuerschutz geben. Feuerschutzbild geben, indem ihr selbst anvisiert werdet. Man kann durchaus einige Mechaniken ausnutzen. Beispielsweise, Schützen visieren automatisch immer zuerst priorisiert feindliche Bogenschützen an. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die... Oi. War er doch schneller, der Rote, als ich. Gut, mit dem Rest räumen wir da jetzt hinten auf. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Aber ja, einer der kann das wirklich sagen, ne? Weil er hat mich immer in Ruhe gelassen bisher. Eine Nachricht der Schlange. Der Meister lässt euch wissen, dass er einen unserer Gegner zermürbt. Einer der Gründe, warum die berittene Bogenschützen-Meuchelmörder-Kombination so heftig ist, ist, dass die feindlichen Bogenschützen immer zuerst auf die berittenen Bogenschützen schießen wollen, automatisch. Denn Fernkämpfer werden immer zuerst priorisiert. Das bedeutet, wenn du eine kleine Handvoll Bogenschützen hast, kannst du das gesamte Feuer auf diese konzentrieren lassen. Vor allem, wenn du mit denen ein bisschen tanzt und dem Feuer ausweichst. Eine Nachricht der Schlange. Und die Nahkämpfer machen in der Zwischenzeit die Arbeit. Wir sind siegreich, Sire. Okay. Ja, das war ziemlich easy. Ich glaube, ich würde mal wirklich sagen, das war jetzt wirklich sogar mit Abstand die leichteste Mission in Stronghold Europe. Aber gut, dann haben wir noch Bohrhand. Also, na, Wildschweinjagd, Eberjagd, Wildschweinjagd würde ich eher sagen. Ja, okay, verstehe. Okay, zusammen gegen zwei Schweine und eine Schlange. Das erste Mal, dass wir mal wirklich einen Gegner haben, der mal wirklich etwas... Okay, Abt hatten wir noch mit den Mönchen, aber das erste Mal, dass wir einen Gegner haben, der jetzt... Okay, Philipp noch mit den Rittern. Aber das, sagen wir es mal so, das erste Mal, dass wir gegen Streitkampfkämpfer ins Feld ziehen. Da unten und hier, und wir haben eine Schlange als Nachbarn, 2000. Wir haben auch wirklich 2000, ja? Dem kann man ja nicht immer trauen. Und die Gegner sind auch wirklich... Wir sind wirklich verbündet? Ja. Eure Beliebtheit sinkt. Okay, die Mission ist, glaube ich, auch ziemlich leicht. Ganz ehrlich, zusammen mit einer wäre die Schlange gegen uns gewesen und wir hätten jetzt am Anfang erstmal übelst kämpfen müssen, wie es hier auch stand. Also die Anzeige spinnt oftmals ein bisschen, ne? Also wenn wir jetzt wirklich, wenn ich mich erstmal hätte wirklich mit der Schlange battlen müssen, gerade, ich meine, gerade mit einer Schlange als Nachbarn in einem Bogenschützen-Spam-Krieg, wo er das Vierfache an Gold hat und wir brauchen Produktion, weil wir wieder keinen Marktplatz bauen können, war ja klar. Das wäre echt eklig geworden. Also schon alleine gegen die Schlange so im Nahkampf zu bestehen,
die auch noch seltener ausbilden kann, ne? Und dann fallen uns irgendwann noch die Schweine rein. Aber so, ganz ehrlich, jetzt können wir eine gemeinsame Front bilden. Das sollte eigentlich das geringste Problem werden, das hinzubekommen. Aber gut, das ist dann fürs Finale. Das machen wir beim nächsten Mal. Da kann ich mal überlegen. Dann mache ich mal eine andere Burg als nur meine Pre-Build-Burg da. Schauen wir einfach mal. Dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der ich meine, es ist eine Wildschweinjagd, aber man kann es wirklich sagen, die Schweinejagd und so. Dann bis zur letzten Mission fürs Erste, die ich aber leider wirklich, ich kann keine Hühner verwenden. Das ist ein bisschen gemein. Aber gut, bis zum Finale. Bis dahin. Bye-bye.